Hallo zusammen, ich habe heute ein Aufgebrauchvideo und zwar habe ich in den letzten Monaten einiges angesammelt und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Es sind Produkte für den täglichen Gebrauch, Kosmetikprodukte und dazu gibt es auch immer eine kleine Review. Starten wir mit einer Body Lotion und zwar ist die von Balea. Das war eine Limited Edition Mystic Night. Duftet nach goldener Orchidee und Brombeere. Hat sehr gut gepflegt, hat sehr gut geduftet, hat ihren Dienst erwiesen. Gibt es nicht mehr. Asbach uralt, schon 2 Jahre, glaube ich, liegt es oder lag es bei mir im Schrank. Kommt jetzt weg, ist aufgebraucht. Kommen wir zu einer weiteren Bodylotion und zwar ist die von Avon. Avon hat ja verschiedene Parfums im Petto, im Sortiment und zu fast jedem Parfum gibt es auch eine Bodylotion. Und das ist hier die Bodylotion Incandescence. Es riecht wirklich sehr schön einfach. Die Bodylotion ist parfümiert und es riecht einfach. Ich weiß nicht, wonach riecht es. Es ist sehr natürlich, sehr dezent, nicht zu süß. Also ein richtig angenehmer Duft. Und es ist ja auch nicht zu stark und pflegt alles gut. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Eine Cremeseife von Balea in der Duftrichtung Beeren und Vanille. Ein ganz, ganz toller Duft. Ist das eine LE? Ich glaube, die gibt es. Ja, sehr schön. Die gibt es wahrscheinlich. Also so alt ist das Ding nicht. Ich glaube, die gibt es noch im DM zu kaufen. Ganz, ganz toller Duft. Für meine Kinder Magic Forest von Balea. Eine Cremedusche. Die gibt es aktuell auch noch. Davon gibt es auch ein Shampoo. Und sehr gerne benutzt worden, auch ein schöner, süßlicher, märchenhafter Duft. Ich habe da auch einiges in Backup, weil meine Kinder die sehr gerne mögen. Dann habe ich hier noch ein Family Shampoo von Balea, auch gut duftend. Oh Gott, ja, der riecht wirklich sehr gut nach, wie heißt das, Orange und Maracuja, genau, sehr, sehr schön. Ohne Silikone für jedes Haar. Auch sehr gerne benutzt von der ganzen Family. Auch ein Shampoo von Balea. Und zwar das Feuchtigkeitsshampoo mit Kokosduft. Ich mag den Duft gerade im Sommer sehr gerne. Es erinnert so ein bisschen an Urlaub und Strand und so weiter. Hat gut gepflegt, finde ich. Für trockenes und strapaziertes Haar gibt es auch aktuell im Laden zu kaufen. Und ich habe auch noch einen im Backup. Eine Nährpflegespülung von L'Oréal aus der El Magique-Reihe. aus der El Magique-Reihe. Und ich habe die El Vital Magique. Öl Magic schon immer benutzt eigentlich. Das ist jetzt eine Pflegespülung und dann gibt es auch noch dieses Öl für die Haare von Öl Magic. Also ich finde die ganz toll. Ja, es ist pflegend und kaufe ich auch immer wieder nach. Also ich habe auch einiges im Backup noch. Balea Rasiergel, mein ständiger Begleiter, schon Jahre. Ja, allein wegen dem Effekt. Das heißt also, es erleichtert tatsächlich die Rasur und es duftet sehr gut. Es verstopft nicht die Klingen und es gibt die in verschiedenen Duftrichtungen. Das ist jetzt, glaube ich, auch eine LE gewesen. Duftet nach Beeren und Vanille. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, diese Balea Rasiergele. Die Zahnpasta, das ist auch eine Zahnpasta, die ich schon immer benutzt habe. Das ist eine Zahnpasta, die dir hilft, das T
Teeflecken oder Kaffeeflecken sich nicht auf den Zähnen absetzen, weil die einfach eine Art Teflonschicht um die Zähne legen und dadurch wirken auch schon die Zähne glatt, ja, nach dem Zähneputzen. Man geht mit der Zunge über die Zähne super glatt und es verhindert einfach, dass sich die Reste, ja, die Koffeinreste und Teereste und so weiter auf den Zähnen ablagern. Und es hat auch einen etwas aufhellenden Effekt. Und zwar ist das von Nu Skin. Nu Skin AP24. Ein, wie nennt man das, Hitzespray von Langhaar-Mädchen. Finde ich gut. Also jetzt nicht perfekt, aber ganz gut. Es ist eine Zwei-Phasen-Lotion. Und die muss man vorher schütteln und dann sprüht man sich das auf das nasse Haar und es bietet einen guten Schutz vor Hitze, ja, wenn man danach sich danach die Haare föhnt. Was ich halt nicht so gut fand, war, es war mir zu diesen Film hat man so ein bisschen in den Haaren gespürt. Ja, diesen, aber ganz leicht, ganz leicht. Also wenn, soll ich das empfehlen oder nicht? Ja, würde ich empfehlen, weil ich sehr, sehr wichtig finde. Und das habe ich von einer Friseurin gehört, die ich persönlich kenne. Hallo Sabrina. dass man unbedingt Hitzeschutzspray anwenden sollte. Unbedingt. Eins meiner Lieblingsprodukte bei Avon, und zwar ist das von Avon Planet Spa Aromatherapie Beauty Sleep, ein Kissenspray in der Duftrichtung Lavendel und Kamille, glaube ich. Ja, ich liebe das, weil ich, also man sprüht es oder man kann es sich auf das Kissen sprühen, vor dem Schlafen gehen oder auf die Decke und dann bekommt man halt einen ganz, ganz tollen Lavendelduft in die Nase und ich finde, man schläft da wirklich viel besser ein, wenn man das anwendet. Auch ein Avon-Produkt, auch zu empfehlen, muss ich sagen. Und zwar ist das Footwork All-in-One. Ein Peeling für die Füße. Das Ding ist, die Peelingkörner sind perfekt, ja. Wenn man sich beim Duschen die Füße damit einreibt. Das Tolle ist diese Minze. Und du merkst, dass deine Füße richtig erfrischt sind. Auch nach dem Duschen und Abtrocknen. Diese Minze wirkt noch nach und es gibt so einen leicht kühlenden Effekt und einen frischen Effekt. Und ja, die Peelingkörner, die machen die Füße tatsächlich weicher und glatter. Das ist aus dem, wie nennt man diesen Laden, wo man die Sachen abfüllen kann? I don't know, wie heißt es? Verpackungsladen? Packladen? Ein Packladen? Ich muss mal googeln. Unverpacktladen, genau. Oh, Unverpacktladen. Da gibt es diese Handcreme, Olive. Und das ist auf jeden Fall Fairtrade, ja, ist klar. Die hat ziemlich lange gehalten, die war sehr ergiebig, die riecht gut und sie hat gut gepflegt. Und dieses Glas könnte ich jetzt auswaschen und das Ganze im Unverpacktladen nachfüllen lassen. Eine Empfehlung, was die Pflege betrifft, was den Duft betrifft und natürlich die Nachhaltigkeit. So, ich habe hier ein Serum von Avon. Ich teste mich ja durch die ganzen Avon-Produkte durch, damit ich weiß, was ich da im Shop verkaufe. Ja? Und zwar dieses Serum. Das ist das Vitamin C Radiant Maximizing Serum. Beim Serum ist es so, man wäscht sich das Gesicht
klärt das Gesicht mit einem Tonic und oder Toner und dann kommt nämlich auf die gereinigte Haut dieses Serum drauf. Und es ist ein ganz tolles Serum, muss ich sagen, weil es ziemlich schnell einzieht. Man sollte schon warten, bis die Produkte, die man auf die Haut aufgetragen hat, richtig gut eingezogen sind, bevor man das nächste Produkt anwendet. Nach dem Serum kommt nämlich bei mir immer noch eine Tagespflege drauf und danach eventuell, je nachdem, wie viel Sonne doch da ist, ob Winter oder Sommer, egal, kommt dann noch eine, wenn man das Sonnenpflege-Spray. Gesichtsspray drauf. Dieses Serum empfehlenswert, weil es die Haut wirklich schöner macht einfach. Es macht sie strahlender, also die ist nicht mehr so gräulich, sondern dieses Serum gibt die entsprechende Pflege und den entsprechenden Schutz vor freien Radikalen. Ich finde das Serum ganz gut, weil ich auch andere Serien ausprobiert habe, die eben nicht so gut funktionieren bezüglich des Einziehens. Da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Avon-Produkt. Und zwar von Planet Spa. Das Radiant Ritual Serum, Face Serum. Kommt so in einer Pipette und dann kann man das Produkt an auf das Gesicht auftragen oder auf das Dekolleté. Das Ding ist, es zieht nicht schnell ein. Man muss da ewig lange warten, wenn man denn dann eine Tagespflege noch hinterher geben möchte, bis es eingezogen ist. Und ich habe angewendet immer abends, ja, vor dem Schlafengehen, auf Dekolleté, im Gesicht. Und dann war die Haut am nächsten Tag immer noch gepflegt. Wie gesagt, also empfehlenswert für die Nacht, tagsüber aber eher nicht. Es sei denn, man verzichtet auf die nachfolgende Tagespflege. Man bleibt nur bei dem Serum, das geht auch. Eine Avon-Maske. Und zwar ist das eine Bubble Sheet-Maske. Ich muss mal schauen, ob ich ein Foto einblenden kann, wo ich sie anwende. Es ist eine Maske, eine Tuchmaske. Man trägt sie aufs Gesicht auf und dann fängt es an zu bubbeln, also schäumen. Man sieht da hinterher aus wie ein Schlumpf oder wie ein Schneemann eher. Es ist auf jeden Fall eine Blackhead Clearing Bubble Sheet Maske mit Vitamin E. Wenn man die Haut reinigen möchte, vor Unreinheiten, Hautunreinheiten schützen möchte, befreien möchte, dann ist diese Maske sehr gut geeignet. Für meine Trockenhaut eher nicht, aber das war jetzt halt einfach nur zum Testen. Dann habe ich hier ein Body Scrub auch von Avon aus der Encanto-Reihe in der Duftrichtung Inspiring. Es riecht nach Beeren. Beere, Vanille, irgendwie sowas. Gut, also ich habe es in der Dusche benutzt, immer nach dem Baden, Duschen. Und es lässt, also die Peelingkörner sind angenehm, ausreichend, um den ganzen Körper damit abzuschrubbeln. Der Duft, man riecht danach ganz gut, obwohl man das abwäscht. Die Pflege danach ist gut, die Haut trocknet, wird nicht ganz trocken geschrubbert und ja, also hat auch einigermaßen gut lange gehalten, ja, finde ich sehr, sehr schön, kann ich auch empfehlen. So, das war erstmal ein Teil der Kisten, die ich aufgebraucht habe. Im nächsten Aufgebrauchsvideo werde ich das dann den Rest zeigen, darunter auch dekorative Kosmetik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch und dir einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.